So, Freunde, reden wir nochmal über dieses Statement von Swift über Projekte der Interoperabilität. Auf dem Hauptkanal hat das richtig Welle geschlagen und ich glaube, hier sind Quant und Chainlink gemeint. Diese beiden Projekte sind Projekte der Superlative. Quant hat im letzten Bullrun einen fast 3000x-Anstieg hingelegt und Chainlink ist Marktführer in Oracle-Daten, ist hochkompetent, eins der besten Projekte, den Kryptomarkt seriös zu fördern und macht alles, was es anfasst, hochkompetent. Nun ist Chainlink mit ihrer Interoperabilitätslösung die letzte Zeit rausgekommen und wurde direkt von einigen der größten Banken Amerikas beim Namen in Berichten erwähnt. Auch Swift macht hier Andeutungen. Wir wissen, dass Swift mit Chainlink und Quant verpartnert ist und schon länger im Kryptomarkt rumexperimentiert, vor allem für ihre Partner, den Banken. Nun spricht Swift hier von einer Unified Ledger der BIS und das ist definitiv Quant. Des Weiteren sagt Swift aus ihren Umfragen und Erfahrungen heraus, dass den Banken eine Lösung lieber ist, bei welcher sie ihre bestehende Infrastruktur mit dem Kryptomarkt verbinden können, ohne alles neu aufbauen zu müssen. Quant ist eher die Einmal-hin-alles-drin-Variante. Das Overledger ist hochinteroperabel, aber Swift sagt hier, dass es Umfragen zufolge den Partnern lieber ist, eine Interoperabilitätslösung zu nehmen, bei welcher sie nicht alles neu umbauen müssen. Und das einzige Netzwerk, mit welchem Swift rumgetestet hat, wäre Chainlink, also ist diese Aussage hier eindeutig. Swift beschreibt hier quasi Quant versus Chainlink. Auch wenn Swift hier eher pro Chainlink scheint, muss man sagen, dass Quant Partner der Bank of International Settlement ist, welche den Ton angibt und Standards für Zentralbanken weltweit festlegt. Chainlink ist vor allem in den USA stark vertreten und wird schon beim Namen in großen Berichten genannt und könnte an der Tokenisierung der Wall Street teilhaben. Beide Projekte und noch viel mehr gibt es auf meiner Partnerbörse Bitwavo. Über meinen Link gibt es 10 Euro Startguthaben, andere Vorteile und ihr unterstützt meine Arbeit. Zurück zum Video. Für mich gibt es unter diesen beiden Projekten der Superlative keinen eindeutigen Gewinner, daher haben auch beide im Portfoliogenerator eine Krone. Würde ich zurzeit 20 verschiedene Portfolios für 20 verschiedene Menschen mit 20 Kryptos im Portfolio wählen, wäre sehr wahrscheinlich immer Quant und Chainlink drinne, da beide sehr wahrscheinlich sehr viel Anwendung finden werden. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, Like und Abo wären hilfreich, bis demnächst, euer Big Daddy.